Öster betreibt einen seltsamen Nebenberuf. Er ist der erste und bisher einzige diplomierte Kuhskilehrer der Schweiz. Die Skis für das Vieh sind Eigenkonstruktionen Östers. Querverstrebungen zwischen den beiden Latten sowie haltbietende Skischuhe schützen das Tier vor Stürzen und Verletzungen. Dieses Kalb scheint sich auf die bevorstehende Skistunde mit Peter Öster und seinem Sohn zu freuen. Der Bergbauer ergriff seinen ausgefallenen Nebenberuf Mitte der 50er Jahre aus Notwendigkeit und Selbsthilfe. Oft kommt es vor, dass das Vieh auf den Sommerungsweiden durch unerwarteten Wintereinbruch eingeschneit wird. Statt der üblichen anderthalb bis zwei Stunden benötigen die Tiere einen ganzen Tag, um die tiefer gelegenen Hütten, sogenannte Staffeln oder gar das Winterquartier zu erreichen. Skis erleichtern den Alpabzug. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, das ist hier, hat es manchmal 2 Meter bis 2,60 Meter Schnee. Dann nimmt man halt die Ski und stellt die Kälber drauf. Manchmal muss man mit einem Kalb zum Tierarzt. Auf zur zweiten Abfahrt, diesmal mit nur einem Helfer. Wie viele Kühe und Kälber haben schon gelernt, Ski zu fahren? Ja, das habe ich aufgeschrieben in meinem Notizbuch. So circa 35. Was nur talentierten Tieren zugemutet werden darf, die Abfahrt allein, ohne menschliche Hilfe. Na, klasse. Fast wie Russi. Wunderbar, oder? Wie sind Sie zufrieden mit dem Erfolg? Da bin ich ziemlich gut zufrieden. Es gibt auch Kälber, verschiedene Kälber, die lernen es nicht so ring auch wie die Menschen. Die Menschen lernen es auch nicht alle gut, das Skifahren. Heimlich, wer fürchtet nicht den Spott der Nachbarn, wurden einst die ersten Gehversuche unternommen. Unterdessen ist der Kuhskilehrer zur Attraktion geworden. Stolz zeigt Tochter Margret Öster Vaters Kuhskilehrer-Diplom, ausgehändigt von einer Prüfungskommission. Diese Auszeichnung ist bis jetzt in der Schweiz einzigartig. So, jetzt ist auch schon hier. Und träume zwar wie unterbrennt und glücklich rein.